Ja, Leute, und wo ich schon mal hier bin, habe ich mir dann den Micha dann auch nochmal gekrallt. Hallo. Ja, letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, dass ich meine Dosierbehälter hier, habe ich ja dementsprechend hier schon mal in Auftrag gegeben. Eigentlich Spezialanfertigung, genau. Der Dreier. Ne? Richtig. Wieder das Prinzip, sprechenden Leuten kann geholfen werden. Also nicht nur immer das akzeptieren, was so auf der Website steht. Genau. Du kannst also pauschal gesagt Kundenwünsche genauso gut erfüllen, wenn man was Spezielles hat. Genau, sehr gern sogar. Also wir machen so viel, wie es geht möglich. Auch den einen Behälter, wo wir den Schwarz außen beklebt haben. Ja, genau, für das Jod. War das, glaube ich. Ne? Ja, genau, richtig. Ja. Und das ist alles möglich. Also klar, man muss nur mit uns reden. Genau. Also gilt also grundsätzlich das Prinzip, nicht nur einfach durch den Shop klicken, sondern auch mal, wenn... Genau. Nicht das Passende da ist oder nicht ganz so passend, dass man das gegebenenfalls ändern kann. Richtig, genau. Ja, deine Produktpalette ist gleich geblieben, großartig, hast du gesagt. Genau. Wir haben letztes Jahr habe ich ein paar Ideen gehabt, die habe ich aber noch nicht so weiter fortgesetzt, weil die noch nicht so ganz serienreif sind, wenn ich ehrlich bin. Und ich möchte gerne, wenn das rauskommt, dass es dann auch vernünftig funktioniert. Und muss auch sagen, die Zeit hat im Moment auch so ein bisschen gefehlt. Ja, okay, so als Selbstständiger, ne? Genau. Selbst und ständig, ne? Dürfte klar sein. Und dann sorry, we make a video. Thanks. Der auch noch einen ganz normalen Job nebenbei hat, das kommt ja natürlich auch noch dazu, dass die Firma läuft halt im Nebenerwerb als Hobby. Ja. Genau, und das muss man dann auch noch irgendwo nebenbei schaffen. Ne? Man muss also die Zeit dafür haben. Genau, ganz richtig, ja. Ja, ich habe eben schon gesehen, du hast hier diese Filtersysteme. Genau, unsere Bioreaktoren. Bioreaktor. Genau. Läuft vollkommen ohne Motor. Richtig, ja. Ja, blende ich euch mal kurz mit ein. Ja. Finde ich eine sehr interessante Variante. Ja. Wobei, ich sehe schon wieder einen Schwamm. Ja. Schwamm ist für mich schon ein rotes Tuch. Meerwasser und Schwämme, da weiß ich noch nicht ganz genau, aber für das Süßwasser ist es definitiv eine coole Sache, oder? Genau, wir haben, der wird als Filter in Zuchtbecken eingesetzt oder in Halterungsbecken. Mhm. Und wir haben auch heute tatsächlich jemanden gehabt, der Seepferdchen züchtet und davon eine Palette an Filtern gekauft hat. Da ist im Endeffekt die, die Wasserqualität in Bezug auf Nitrat nicht ganz so schlimm. Genau, richtig. Das sind ja im Prinzip, wir reden von Nitratbomben hier bei den Schwämmen. Ne? Richtig, also genau. Es siedeln sich extrem viele Bakterien an, im Süßwasser gewollt. Genau. Bei uns nicht ganz so. Aber finde ich definitiv ein cooles Prinzip. Ja. Blende ich euch mit ein, geht oben der Sauerstoff rein, wird im Prinzip nach... Im Luftheberprinzip. Luftheberprinzip, genau, danke. Wortfindungsstörung hier. Ja. Betrieben, coole Sache, definitiv. Genau. Habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Ist auch eine Eigenkreation von uns. Also das ist mir tatsächlich eine Eigenentwicklung von uns. Den Schwammfilter an sich gibt es schon mit diesem Keramik-Inlay. Ja, okay. Aber das andere, diese komplette, habe ich selbst entwickelt und auch quasi selbst auf den Markt gebracht. Gab es vorher nirgendwo, genau. Ja, brauchst natürlich eine Zeit, bis es biologisch aktiv ist. Genau, richtig, ja. Das aber definitiv ein sehr cooles Prinzip. Auf jeden Fall. Ja, Dosierbehälter hat man gerade schon gesagt. Genau. In allen möglichen Varianten, Formen. Das sind Kartuschen für? Das sind 10 Zoll Sedimentfilter und Aktivkohlepatronen, wie du jetzt zum Beispiel als Vorfilter für Osmoseanlagen hast oder sowas. Die lassen wir für uns produzieren und haben eine sehr gute Qualität, weil wir da auch echt, es gibt halt sehr viel, die man kaufen kann, auch aus dem, aus der anderen Seite vom Ozean, wo man halt nicht so gute Qualität kriegt und da legen wir halt schon sehr Wert drauf, dass es... Die setzt ihr als Kartuschen vor der eigentlichen Osmoseanlage zusätzlich ein, oder? Ja, oder man kann die halt auch in der Osmoseanlage direkt verwenden. Es gibt ja Osmoseanlagen, die 2 Vorfilter haben und da kann man die auch für verwenden. Ah, okay. Genau, ja. Ja, dann hatten wir gerade eben noch über deinen Mischbettharz etc. Genau, gesprochen. Richtig. Ja, wir haben auch einen Austauschservice, weil ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, oder viele Aquarianer haben ja ihr Mischbettharz, das wird ja einfach entsorgt. Und wir sind ja alle so auf dem Nachhaltigkeitsweg und müssen auch mal gucken, dass irgendwo unsere Welt ein bisschen am Laufen hält. Und wir haben einen Austauschservice für Mischbettharz und dann kriegen wir im Endeffekt das Harz, was einer hat, schickt man uns zu und dann haben wir so eine Versandbox und das bereiten wir dann wieder auf oder lassen das aufbereiten durch einen zertifizierten Betrieb, weil alleine kann man das nicht machen, das muss getrennt werden und das wird auch nachher vom Labor, also die haben ein eigenes Labor dann überprüft, ob auch die Charge dann wieder zusammenpasst und alles. Das ist dann im Endeffekt genauso effektiv, als wenn ich jetzt genau. frisch hergestelltes nehme? Genau, richtig, ja. Okay.
Ja, ich bin, chemisch bin ich ein absoluter... Also man muss dazu sagen, es gibt unterschiedliche Harzqualitäten. Es gibt Mischwertharze, die haben ein Mischungsverhältnis von 50 zu 50. Das heißt, das ist 1 zu 1 Kation- und Anionharz. Mhm. Und dieses Mischwertharz, was wir haben, was ausgetauscht wird, hat ein 60-40. Also das heißt, okay, 60 Portionen Anion und 60 Portionen Kation. Und wir wollen ja hauptsächlich aus dem Wasser, aus der Osmoseanlage, die das böse Silikat rausholen. Unter anderem, genau. Ja. Ja, ist ja das, was nachgeschaltet wird. Weil richtig, genau. Die Hauptarbeit sollte ja theoretisch gesehen die Osmoseanlage im Vorfeld schon gemacht haben. Genau. Die Membran kann halt aber nicht alles rausholen, weil man richtig sagt, so ungefähr 98% wird da rausgeholt. Und das Mischwertharz sorgt halt dafür, dass wir nach dem Reinwasser halt auch Reinstwasser haben. Und genau. Ja, das ist genau das, was wir erreichen wollen. Genau, und dieses Mischwertharz, mit dem wir arbeiten, ist halt auch eine sehr gute Qualität, also eine wirklich exzellente Qualität, dass man dann auch mit einem normalen Mischwertharz vergleichen kann. Wie ist das preistechnisch im Endeffekt? Was hat's, Man rechnet für die Regeneration pro Liter 3,50 Euro und der Versand kommt dann einmal hin, 7,50 Euro. Das heißt, wenn ich meinetwegen 4 Liter einschicke, genau, zahle ich 14 Euro plus Versand, genau, und bekomme dann dementsprechend wieder das okay auch zurück. Stopp. Ja, ist okay. Yes, ist okay. Make a new video. Messe live. Ja, Messe live, genau. Aber wir sagen immer, es macht sich halt, man muss halt auch dann rechnen, ob sich das lohnt mit diesen 3 Litern. Also wir sagen immer, kauft euch mindestens dann oder schafft euch 10 Liter an, die ihr habt, und schickt dann 10 Liter hin und her. damit sich halt von dem Versand dann nachher das rechnet. Ne? Also genau. Und man kann das ein Jahr lagern. Mhm. Das ist kein Problem. Wenn es luftig verschlossen ist, hat man ein Jahr Lagerfähigkeit. Hört sich definitiv gut an. Ja, definitiv. Ja. Genau. Aber sonst noch was? Ja, ansonsten haben wir nur unsere Standardproduktpalette mit den Austauschersäulen, die man also hinter einer Osmoseanlage oder sonst irgendwas hin. Genau. Und die neuen Dinger kommen halt irgendwann. Einfach mal auf der Website gucken. Genau. Oder vielleicht bei mir auf dem Kanal. Genau. Schauen oder das. Mal. Genau. Ja. Richtig, ja. Ja, dann bedanke ich mich, dass ich hier sehr sein gerne konnte. Wir freuen uns, danke. Jo, bis dann. Tschüss.